Tashi Delek, liebe Freunde. Mit dieser Mala zeige ich euch eine ganz besonders kraftvolle Mala, die auf das Wurzel- und Sakralchakra wirkt. Hier einmal der schöne dunkelrote Granat und der orange leuchtende Karneol. Der Sage nach leuchtet der Granat im Dunkeln, also im geistigen Sinne. Auch Karfunkel genannt, erhält dieser Stein die Seele und bringt Licht und Hoffnung. Seit jeher galt er als Stein der Helden, die sich schwierigen Prüfungen stellten. Erst durch das Schleifen und Polieren entfaltet der Granat seine wahre Schönheit, so wie das Leben die Menschen schleift und veredelt. Im Mittelalter wurde der Granat als Amulett getragen und man versprach sich durch ihn Segen, Reichtum und Glück. Der Granat schenkt uns neue Hoffnung, auch wenn das Leben einmal aussichtslos erscheint. Er hilft dabei, sich immer wieder neu aufzuraffen und er stärkt die innere Flamme. Selbstvertrauen und Lebensfreude, Mut und Hoffnung, Ausdauer und Zuversicht. All das erfahren wir durch den Granat. Er gibt uns den Mut, ein neues Leben zu beginnen und sich von Alten zu lösen. Der Granat wirkt auf das Muladhara-Chakra, also das Wurzelchakra, das erste Chakra, das dazu da ist, uns zu erden, uns Urvertrauen zu schenken und auch das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und ich denke, gerade zur aktuellen Zeit ist es ganz besonders wichtig, dass wir gut geerdet sind und Standfestigkeit beweisen. Dazu ist diese Mala wunderbar geeignet, da sie genau die zwei unteren Chakras anspricht und sehr viel Energie und Kraft an uns überträgt. Den Link zu dieser Mala stelle ich euch natürlich wieder ein. Solltet ihr Fragen haben, meldet euch gerne bei mir. Diese Mala könnt ihr auch in anderen Größen haben. Also hier seht ihr die Perlen mit 8 mm Durchmesser. Es sind allerdings auch Perlen mit 6 mm oder mit 4 mm möglich. 4 mm sind dann ganz zarte, filigrane Malas, die von Kindern auch gerne getragen werden oder von Personen, die eben feine, zarte Ketten bevorzugen. Gut, sprecht mich einfach drauf an, wie ihr die Malas haben möchtet, gerne auch mit einem anderen Abschluss, so wie euch das am besten gefällt. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich, von euch zu hören. Alles Liebe, eure Ulila.